Das Universum hat dir diese geheime Kraft geschenkt. Eine Kraft, mit der du die Fähigkeit hast, die Realität zu verändern, die Realität zu verbiegen und die Dinge zu erschaffen, die bisher unmöglich schienen. Doch 99% der Leute, die dieses Video gerade schauen, nutzen diese Kraft einfach nicht, weil sie nicht wissen, dass sie existiert oder weil sie nicht wissen, wie sie sie nutzen. Und das hat jetzt ein Ende, wie du diese Kraft findest, wie du sie nutzt und reaktivierst in diesem Video. Herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Raphael Bettencourt und ich zeige dir hier, wie du die Geheimnisse des Universums entschlüsselst, um so deine schöpferische Kraft zu reaktivieren und dein Traumleben und Traumbusiness so zu manifestieren. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute sprechen wir über die geheime Kraft in dir. Die geheime Kraft, die dir vom Universum, von der Quelle, von Gott selbst geschenkt wurde. Doch für die meisten von uns, sobald wir geboren werden, wird uns antrainiert, diese Kraft zu vergessen. Ich würde behaupten, dass 99% von uns vergessen haben, wer sie wirklich sind, zu was sie wirklich fähig sind und was sie verändern können, nur durch diese Kraft, die ihnen gegeben wurde. Denn von Anfang an, ab dem Moment, wo du in diese Welt kommst und geboren wirst, wird dir Begrenzung beigebracht. Dir wird beigebracht, du bist nur ein kleiner Mensch, ein kleiner, nicht einflussreicher Mensch. Du hast dich zu beugen, wenn die Autorität dir A, B und C sagt. Du hast das zu tun, was andere dir sagen, weil wer bist denn du, zu wissen, was richtig und falsch ist? Wer bist denn du, zu entscheiden? Und du kannst doch eh nichts bewirken. Und das ist die gigantische Illusion, die uns beigebracht wird. Und es gibt zwei Leben. Es gibt das Leben, während ich noch in der Illusion bin, diese Illusion glaube, dieser Illusion folge. Diese Art zu leben hat ganz bestimmte Folgen. 99% leben da drin. Vielleicht sind es 98% inzwischen. Doch viele werden bis ans Ende ihres Lebens in dieser Illusion leben. Dann gibt es die andere Seite. Die zweite Phase. Die Phase des Aufwachens und des Erinnerns. Dass du plötzlich realisierst, dass all das eine Illusion war. Und damit verändern sich die gesamten Spielregeln. Nicht nur die Spielregeln verändern sich, das Spielfeld verändert sich komplett. Denn du greifst plötzlich auf etwas zu, auf die Kraft, die das Universum dir geschenkt hat. Eine Kraft, die größer ist als alles, was dein Verstand sich jemals ausmalen könnte. Eine Kraft, die dein Leben leicht macht. Eine Kraft, die jedes Problem lösen kann. Eine Kraft, die dir mehr Fülle schenkt, als du dir jemals vorstellen könntest. Eine ganz andere Art zu leben, der Moment des Erinnerns. Als ich in diesem Übergang war, hat sich für mich alles verändert. Vorher war ich in der Illusion, ich habe mich gefühlt wie ein winziges Zahnrad in einer gigantischen Maschine und ich hatte immer das Gefühl, dass jemand anderes mir sagt, was ich zu tun habe. Dass ich gar keine Wahl habe, sondern dass ich am Ende ankommen muss in einem Zustand von, ich bin halt okay damit. Vor wenigen Tagen war ich auf einem Geburtstag eingeladen von einer Bekannten meiner Partnerin. Und dort waren viele Leute, die diese ganz normalen Leben leben. Und das ist gar keine Bewertung von gut oder schlecht. Sie leben einfach diese ganz normalen Leben. Und ich habe nicht mehr so viel mit dieser normalen Welt zu tun, weil ich mir sehr stark diese eigene Welt aufgebaut habe, auf der anderen Seite von dem, was ich gerade spreche. Und da ist mir bewusst geworden, wie normal für die meisten Menschen diese Begrenzung ist. Wie viele Menschen sagen, naja, das ist halt so. Da muss ich mich halt mit abfinden. Das war schon immer so. Das haben unsere Eltern schon so gemacht. Und ich kann doch eh nicht wirklich entscheiden. Und ich fand es erschreckend, wie normal das ist und wie es unterstützt wird, dass man keine Wahl hat und dass man sich einfach damit abfinden muss. Und die meisten Menschen leben bis ans Ende ihrer Tage mit dem Gefühl von, ich finde mich halt damit ab. Ist schon in Ordnung, wird schon alles werden. Doch diese Kraft, die dir gegeben wurde, löst all das auf. Sie löst jeden Kompromiss auf. Sie löst jede Angst auf. Sie löst jede Einschränkung auf. Sie löst all das auf. Überleg mal, wie groß das ist. Und jetzt sprechen wir über die drei Phasen, die dich in diese Kraft bringen und was diese Kraft ist und wie du sie nutzen kannst. Phase 1 ist der Moment des Aufwachens. Von diesem Moment habe ich gerade schon kurz gesprochen. Wenn du offen dafür bist, wenn du bereit dafür bist, wird es einen Moment in deinem Leben geben, in dem du wie zum ersten Mal die Augen öffnest. Denn wenn ich zurückschaue,
Bis zu dem Moment des Aufwachens hat mein Leben sich angefühlt wie ein Film, der einfach nur abläuft. Ein Film, wo ich wie zugucke, aber keine Möglichkeit habe, einzugreifen oder etwas zu beeinflussen. Du sitzt auf der Couch, du guckst einen Film und du bist total begeistert, manchmal traurig, manchmal in Angst, manchmal verblüfft. Aber in den Film eingreifen ist nicht möglich. Und dann gibt es einen Moment des Aufwachens. Und dieser kann für jeden anders aussehen. Vielleicht ist es in einer Meditation. Vielleicht ist es nur bei einem Spaziergang. Vielleicht bei einer psychedelischen Reise. Vielleicht während du ein YouTube-Video guckst, wo dir plötzlich klar wird, ist das hier wirklich die Wahrheit? Das ist die Frage, die Potenzial hat, dich aufwachen zu lassen. Frag dich jetzt in diesem Moment, ist das Leben, das du bisher gelebt hast, wirklich die Wahrheit? Oder ist es eine Lüge, eine Illusion, die du bisher gelebt hast, vorgelebt bekommen hast, an die du dich angehängt hast? Ist das wirklich die Wahrheit? Und hier geht es nicht um den Verstand, sondern ein Gefühl in dir. Und für mich war es damals genau das. Ich habe zurückgeschaut und gemerkt, nein, das ist nicht die Wahrheit. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich wusste zwar nicht was, aber ich wusste, dass etwas nicht stimmt. Es ist nicht die Wahrheit, dass ich jeden Tag aufstehe und nicht glücklich bin, dass ich zu einem Job gehe, der mir Energie saugt, dass ich irgendwie versuche, gerade so genug Geld zu verdienen, um dann überleben zu können, dass ich dann irgendwann mal ein Haus baue und Kinder kriege und dann ist das ganze Spiel vorbei. Das ist nicht die Wahrheit. Und das war der Moment. Der Moment, in dem ich zurückgeschaut habe und all die Dinge gesehen habe, die nicht die Wahrheit sind. All die Dinge gesehen habe, die mir beigebracht wurden und die ich einfach als wahr angenommen habe. Du hast dich so zu verhalten, du hast so einen Job zu finden, du hast zu studieren, du hast das zu tun, du hast jeden Tag unglücklich zu sein, damit du passt in die Gesellschaft, du sollst nicht zu glücklich sein, du sollst nicht zu laut sein, du sollst nicht das machen, du sollst nicht zu außergewöhnlich sein, diese Leute sind gefährlich, die sind viel zu verrückt und. All die Dinge, die ich gar nicht selber entschieden habe, sondern übernommen habe von jemandem oder etwas anderem. Und dann habe ich mich gefragt, was ist denn die Wahrheit? Stell dir mal diese Frage. Was fühlt sich wahr an, echt an, rein an? Welches Leben würde sich wahr anfühlen? Rein, grenzenlos, wunderschön, gigantisch. Diese Frage habe ich mir gestellt und gefühlt, was meiner Wahrheit entspricht, ist, dass ich grenzenlos bin. Dass mir doch niemand erzählen kann, was richtig und falsch ist, was möglich ist und was nicht. Jeder erzählt mir doch nur seine eigene Geschichte. Ich frage 5 Personen, was glaubst du, ist alles möglich? Jeder erzählt mir was anderes, weil sie alle was anderes gelernt und was anderes erlebt haben. Und meine Wahrheit schon immer war ganz tief, dieses Gefühl von, ich bin nicht hier, um Kompromisse zu machen. Meine Seele, die hat nicht gesagt, ich komme auf diesen Planeten Erde und mache ein paar Kompromisse und versuche dann irgendwie zu existieren, bis ich wieder sterbe. Meine Seele hat gesagt, so, wir gehen jetzt darunter und wir werden die geilste Reise aller Zeiten haben. Wir werden durchs Universum fliegen, wir werden verrückte Dinge kreieren, wir werden viel Geld haben, wir werden reisen gehen, wir werden das Beste vom Besten erleben und leben. Das fühlte sich an wie Wahrheit. Und damit bin ich aufgewacht und konnte durch die Illusion hindurchblicken, dass alles, was ich bisher gelebt habe, nicht mein Leben war, sondern das Leben war, um zu versuchen, anderen zu gefallen, zu anderen dazuzugehören und Liebe zu bekommen. Das Aufwachen ist die Erkenntnis, wie viel fremdbestimmt wir waren und dass trotzdem all das unsere Verantwortung war. Denn ich habe mich immer wieder entschieden, so zu leben. Ich hätte mich auch anders entscheiden können. Das ist der Moment des Aufwachens, die Phase 1, womit du einen gigantischen Schritt näher kommst an deine unendliche Macht und Kraft. Und damit gehen wir über in die Phase 2, die Phase der Entdeckung der Unendlichkeit. Sobald du beginnst aufzuwachen, verbindest du dich mit diesem Gefühl, diesem Zugang zur Wahrheit. Und für mich ist es eine direkte Verbindung zur Seele und damit eine direkte Verbindung zum Universum, zur Quelle, zu Gott. Und du wirst dann beginnen, Erfahrungen zu machen. Erfahrungen, wo Wunder geschehen. Wunder in dein Leben kommen, die eigentlich nicht möglich waren. In meiner Reise in den letzten Jahren habe ich unzählige Wunder erlebt. Wunder, bei denen die perfekten Menschen zu mir gesandt wurden, in Zeiten, in denen ich sie mehr als gebraucht hätte, obwohl ich vorher gar nicht wusste, dass ich diese Menschen brauche. Momente, wo ich Informationen bekommen habe, die ich brauchte, um weiterzugehen, obwohl ich gar nicht wusste, dass ich diese brauche. Ich denke da speziell an eine Situation, wo ein Wunder geschehen ist und mir ein Mensch geschickt wurde. Das war genau zur Zeit des Aufwachens. Ich bin aufgewacht
Und plötzlich war ich total verwirrt, weil die alte Welt hat nicht mehr funktioniert, die neue habe ich noch nicht verstanden. Und genau in dem Moment schrieb mir eine Person, die ich nicht kannte, die Geschichte habe ich bestimmt schon mal erzählt, die ich nicht kannte, schickte mir eine 5-minütige Sprachnachricht bei WhatsApp. Tränenüberströmt sagt diese Frau mir, oh mein Gott, endlich habe ich dich wiedergefunden. Es ist so schön, dass ich dich jetzt wieder sehen kann, dass wir jetzt im Kontakt sein können. Hey, ich bin die und die und ich würde gerne mit dir sprechen. Ich habe noch nie von dieser Frau gehört. Ich habe noch nie ein Wort mit ihr geredet, zumindest in diesem Leben. Aber irgendwas habe ich gefühlt. Und so sind wir in Kontakt gekommen und sie war ein ganz wichtiger Begleiter, der mir die Infos gegeben hat, die Sicherheit gegeben hat, auf dieser anderen Seite, diese andere Seite zu verstehen, zu handeln, zu fühlen, auf diesen Weg zu gehen. Ein Wunder, was mir geschickt wurde. Etwas, was ich nicht für möglich gehalten habe. Diese Person hat mir geholfen, zu dem Menschen zu werden, der ich heute bin. Und auch viele ihrer Einflüsse haben mir geholfen, dieses Business zu erschaffen, die Sicherheit darin zu haben, diese Dinge zu erkunden, diese Dinge weiterzugeben, was mir heute Millionen eingebracht hat. Das sind die Wunder, die geschehen, wenn wir uns öffnen für die Unendlichkeit. Denn die Quantenphysik beweist es inzwischen. Das Quantenfeld, das Feld der Energie, die fünfdimensionale Realität ist unendlich. Es gibt dort keine Begrenzung mehr. Es gibt dort kein richtig oder falsch. Jede Möglichkeit gibt es als Potenzial im unendlichen Quantenfeld. Und das ist die Wahrheit. Deine Seele, Gott, die Quelle, das Universum, all diese Dinge sind auf dieser Ebene zu Hause. All das ist grenzenlos. Nur unser Verstand erschafft die Begrenzung von richtig oder falsch, möglich oder unmöglich. Frag eine Person von vor 1000 Jahren, dass du irgendwann ein Handy haben wirst, ein Gerät haben wirst, mit dem du auf alles Wissen der Welt zu jeder Zeit zugreifen kannst. Die Person wird sagen, das ist unmöglich. Und doch ist es heute wahr. Und wer weiß, was in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren alles passieren wird. Und je mehr du dich öffnest für diese Unendlichkeit, desto mehr öffnest du dich, dass du dich erinnerst, dass du unendlich bist. Dass du dich erinnerst, dass Kompromisse nicht die Wahrheit sind. Kompromisse sind dein Verstand, der Angst hat. Begrenzungen sind dein Verstand, der Angst hat. Der Angst davor hat, dass alles möglich ist. Denn was würde das bedeuten? Wäre das zu groß? Kann ich das überhaupt handeln? Was soll ich als nächstes tun? Die Entdeckung der Unendlichkeit. Beschäftige dich damit, wie unendlich das Leben wirklich ist. Dass wir auf einem Planet leben, der die perfekte Atmosphäre besitzt, damit du atmen kannst. Wenn sie nur ein ganz kleines bisschen größer oder kleiner wäre, würde das Leben hier nicht existieren. Die Perfektion, dass durch deinen Körper genau die richtige Anzahl an weißen Blutkörperchen, an Sauerstoff fließt, damit du leben und atmen kannst. Die absolute Perfektion. Unendlichkeit. Das ist deine wahre Natur. Und je mehr du dich damit verbindest, kommst du zurück in deine Power, aktivierst du wieder diese Macht, mit der du die Realität verändern kannst. Denn du löst dich von der Illusion der Begrenzung, der Illusion von Angst, der Illusion von Schuld und Scham und all dem, was dir so zugequatscht und erzählt wurde und findest zurück zu deiner Wahrheit. Und damit kommen wir zu Phase 3, die Reaktivierung deiner wahren Kraft. Denn deine Wahrheit ist, dass du ein Teil vom Universum bist. Du bist das Universum und du bist ein Teil vom Universum. Was meine ich damit? Du bist nicht Gott selbst. Das ist nicht richtig. Aber du bist ein Teil von Gott und du kannst mit dem Universum oder Gott oder der Quelle, wie auch immer du es gerne nennst, kannst du gemeinsam erschaffen, eine Co-Kreation. Denn sobald du dich erinnert hast, dass du die Unendlichkeit bist und damit du Teil des Universums bist, erinnerst du dich daran, dass du genauso wie das Universum Dinge aus dem Nichts erschaffen kannst, dass deine Gedanken und deine Gefühle die Realität beeinflussen. Jeder Moment deines Lebens wurde mitkreiert von dir. Du bist nicht schuld, aber du bist verantwortlich. Jeder Moment deines Lebens wurde mitkreiert durch deine Gedanken, deine Gefühle und dein Sein. Du hast im Mangel gedacht und dadurch Mangel kreiert. Du hast in Liebe gedacht und dadurch Liebe erschaffen. Und das ist der Moment des Aufwachens und der Moment, die Kraft zurückzunehmen. Denn wenn ich anerkenne, dass alles von mir kreiert wurde, erkenne ich an, dass ich die Verantwortung habe. Und erkenne ich damit an, dass ich die Kraft vom Universum bekommen habe, das Universum zu sein und wie das Universum zu erschaffen. Alles, was du jemals wolltest, ist möglich. Fülle, viel Geld ist möglich. Liebe auf einer ganz neuen Ebene ist möglich. Reisen um die Welt ist möglich. Frei zu sein, zu entscheiden, was du tust, wann du es tust, wie du es tust, ist möglich. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Alles, was ich heute lebe, war vor 5 Jahren unmöglich. Undenkbar, unvorstellbar. Heute mein Alltag, weil ich mich erinnert habe. Das ist die Kraft, die dir gegeben wurde. Dafür musst du diese 3 Phasen durchlaufen. Du musst an dem Punkt ankommen, dass du dich erinnerst.
Erinnerst, wer du wirklich bist. Erinnerst, dass das Universum schon immer in dir war. Und das erfordert die Bereitschaft hinzuschauen. Das erfordert die Bereitschaft, jede Begrenzung aufzulösen, jede Angst sich anzuschauen und zu transformieren und wahrhaftig die Verantwortung zu übernehmen. Und dann kommen wir zu der Macht deiner Gedanken, deiner Gefühle und deiner Worte. Das sind die drei Ebenen, wie du die Kraft nutzen kannst. Welche Worte sprichst du und welche Worte denkst du? Denkst du in Begrenzung oder denkst du in unendlichen Möglichkeiten? Jemand, der in Begrenzung denkt, sagt, das ist nicht möglich, das ist schwierig, weiß ich nicht genau, müssen wir mal schauen, das ist unrealistisch. Wenn diese Worte durch deinen Verstand fließen, dann nährst du damit die Welt der Begrenzung. Jemand, der in Unendlichkeit denkt, sagt, was ist sonst noch möglich? Wie viel mehr können wir jetzt noch erschaffen? Auch wenn ich nicht weiß wie, ein ganz machtvoller Satz. Auch wenn ich nicht weiß wie, werde ich das machen. Weil du musst nicht wissen wie. Du musst nur fühlen, dass es möglich ist. Fühlen, dass es möglich ist. Fühlen, dass es möglich ist. Das ist der Weg zur Unendlichkeit. Das ist der Weg, diese Kraft wieder zu reaktivieren. Und jetzt werden einige von euch da sitzen und sagen, wow, Raphael, ich fühl's wirklich. Ich fühle, dass da Wahrheit drin ist. Ich fühle, dass ich hier bin, um diese Grenzenlosigkeit zu verkörpern. Doch was sind die Schritte, die ich gehen muss? Denn nur kurz dieses Video zu schauen, reicht nicht aus. Es ist ein Moment des Erinnerns. Dieses Video hat die Intention, dich an dieser Wahrheit zu erinnern, an diesen Punkt zu treffen. Doch es braucht dann die Schritt-für-Schritt-Transformation, dass dein Körper, dein Geist, dein System sich eintunt auf dieses neue Ich, auf diese neue Realität, auf diese neue Energie. Und dazu möchte ich dich einladen zu unserer kostenlosen Experience am 4.6. A Journey to Infinity. Innerhalb von 4 Tagen nehme ich dich mit auf genau diese Reise, wie du diese Kraft wieder reaktivierst und wie du durch Instant Infinite Manifestation, grenzenlose Manifestation, das gigantische Leben wahr werden lässt, von dem du immer geträumt hast, von dem deine Seele träumt. Gigantische Summen an Geld, gigantische Freiheit, gigantische Liebe, gigantische Möglichkeiten. All das, was dir als unmöglich betitelt wurde, werden wir gemeinsam erschaffen. Ich zeige dir in 4 Tagen Schritt für Schritt, was du wissen musst und ich mache jeden Tag Durchbruchssessions mit dir, damit es von dem Wissen in die Verkörperung und in die Energie kommt. Und danach wirst du rausgehen und diese Kraft ist stärker als jemals zuvor. Und du kannst sie nutzen und damit deine Realität erschaffen. Gigantisch und grenzenlos, so wie du es bestimmt bist. Den Link zur Anmeldung findest du unter diesem Video. Das Ganze ist komplett kostenlos. Unsere Experiences sind, wie die Kunden sagen oder die Teilnehmer sagen, legendär, denn wir erschaffen innerhalb von wenigen Tagen eine unglaubliche Energie und unglaubliche Durchbrüche. Mein Ziel ist, dass diese kostenlose Reise, A Journey to Infinity, mehr wert ist als dein letztes hochpreisiges Coaching. Und das ist immer wieder das Feedback, was wir erhalten. Also wenn du es fühlst, wenn deine Seele danach ruft, melde dich jetzt an. Ich würde mich unglaublich freuen, dich zu begleiten auf diese andere Seite, denn das ist unsere Vision, unsere Aufgabe, 13 Millionen Menschen mit auf die andere Seite zu begleiten, sie wieder daran zu erinnern, wer sie wirklich sind, was die Wahrheit ist, denn damit verändern wir die Welt, damit befreien wir die Seelen, damit befreist du dich und wir erschaffen eine ganz neue Realität von Liebe, Fülle und Freiheit und das ist, was jeder von uns verdient hat. Das ist unser Weg dazu. Ich lade dich ein. Ich würde mich sehr freuen, dich dabei zu haben. Danke, dass du zugeschaut hast. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da. Kommentier nochmal, was nimmst du mit aus diesem Video, aus der Erinnerung an deine Kraft. Und damit sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Hier kannst du jetzt abonnieren. Denk dran, drauf zu klicken, das Ganze zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, damit du kein Video mehr verpasst, während ich dich tiefer und tiefer und tiefer erinnere daran, wer du wirklich bist. Und hier findest du das perfekte nächste Video, um dich noch mehr und noch leichter zu erinnern. Viel Spaß! Alles Liebe, bis bald, dein Raphael.